der Welt. Beim gewaltigen Hickers und Backen hier. Nachdem wir gestern zwar tolle Flüge gesehen haben, aber leider, wir haben sicherlich gesehen, auch einen Haufen Probleme gehabt haben mit dem Wind. Geht es heute weiter? Gestern also kein Wertungsdurchgang komplett möglich. Nach 35 Springern musste abgebrochen werden, nach langem Warten. Es hatte keinen Sinn. Heute deshalb drei Wertungssprünge. Die letzten beiden davon sind die geplanten des Tages. Um 16 Uhr und dann folgen das Finale. Und der ursprünglich geplante Probesprung um 15 Uhr ist umfunktioniert worden zu einem Wertungssprung. Also wird es heute drei Wertungssprünge geben und wir hoffen, dass der Wind mitspielt. Es ist ruhiger als gestern um diese Zeit, es ist ruhiger und wir hoffen, dass es möglich wird. Ganz einfach wird es auch heute nicht werden, das ist ziemlich sicher, denn windstill wird es nicht sein heute, das steht fest. Aber wir schauen mal, das Problem gestern war bei denen, die gesprungen sind, zumindest bei einem Teil, dass der Aufwind ganz oben war, im oberen Drittel und am Schanzentisch. Und das mögen die Leute nicht, weil das schwer zu handeln ist. Den Skifliegern ist es wesentlich lieber, wenn der Wind unten kommt, im letzten Drittel. Das ist der Bereich, wo die ausgewiesenen Flieger, Kranjec aus Slowenien, Koch aus Österreich, Schlierenzauer aus Österreich, Taikite und Simon Ammann und diese Leute, da machen sie die entscheidenden Meter gut, im unteren Drittel. Aber da war gestern eben kein Wind und deswegen war es super schwer zu handeln, besonders direkt nach dem Absprung, weil es dann einen enormen Druck auf den Ski gab, so haben es uns einige Springer erzählt. Gut, heute wird es besser sein, hoffentlich auch gut genug, damit man ohne großes Warten hier drei saubere Durchgänge runterbekommt. Und dann ist gestern Abend noch der König aufgetaucht hier, darüber haben wir uns sehr gefreut. Nicht der König von Norwegen, aber der König von Vikersund. Und das ist dieser Mann hier, Johan Remen-Evensen, der Kongen. Der ist da, schaut sich das Ganze an und den werden wir heute sicher auch nochmal ans Mikrofon bekommen. Den amtierenden Weltrekordhalter mit 246,5 Metern. Und das ist er noch nach zwei Tagen Skifliegen. Und vielleicht ist das ja morgen Abend auch noch. Und dann ist das noch für mindestens ein, vielleicht auch zwei weitere Jahre.